Duftis. Keine Angst, der simuliert nur. Kanal Duftis, Kanal. Na moin, willkommen und wieder sind hier die Jungs am Start. Hervorragend, hervorragend. Und was ich hier gerade gesehen habe, das war der Gremlin. Der ist ja jetzt hier schon so lange Aktionär. Und was habe ich gestern gemacht? Ich musste nochmal alle durchchecken. Und hier ist er auch. Ne? Verdienter Platz und ist jetzt hier mit ganz oben in der Crew. So, ja, heute starten wir wieder ganz neu. Können wieder hier irgendeinen Auftrag machen. Ihr habt wieder die Qual der Wahl. Und jetzt muss ich mal eben schauen. So, hier, wen haben wir gleich noch mit alles am Start? Und vorher gehen wir mal eben rein in die Aufträge. Das Boot ist ausgerüstet. Wir müssen zur Not tatsächlich Torpedos wieder ausladen, sollten wir den Auftrag mit den Minen machen. Aber jetzt wird erstmal geschaut, was wir haben. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Das freut uns doch. Also rein da. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Okay, ein neuer Auftrag. Unternehmen Weserübung. Oh, und das als Bremer. Gut, also, was haben wir zur Auswahl? Einmal hier die, ich sag mal, normalen Aufträge, die hier auch nochmal zumindest bei Schwierigkeit hoch, weil da kaum Schiffsverkehr ist, schwer da was zu kriegen. Wenn wir dann da was erwischen, kriegen wir halt ordentlich Punkte. Obwohl hier sind wohl auch viele Schiffe. Also es wird hier können wir einen von den Aufträgen annehmen. Wie gesagt, das wäre ein normaler Auftrag. Dann haben wir die Möglichkeit, Angriff auf die Scapa Flowder, diesen schwierigen, übelsten Auftrag. Dann haben wir Minen legen im Ärmelkanal und weiter geht's nicht. Das ist zurzeit die Auswahl, die wir haben. Und da möchte ich jetzt erstmal von euch wissen, wollt ihr einen extra Auftrag machen oder lieber einen normalen? Und da werde ich jetzt mal eben einmal hier reingehen und eine Fragerunde, nö. So. Okay, so, ich frage in die Runde. Machen wir einen Extra-Auftrag oder nehmen wir einen von diesen Standard? Das ist die erste Frage in die Runde. Und jetzt will ich mal eben schauen hier. Short ist hier wieder ganz, ganz früh mit dabei gewesen. Grüß dich, moin. Und ich hoffe langsam auch noch ein bisschen mehr wieder auf den Damm. Whisper, grüß dich. Auch schön, dass du wieder da bist. Benö, moin. Dann habe ich hier mein Robroy 65 auch wieder morgens pünktlich am Start. Ja, und wie sollte es anders sein? Speedy natürlich gehört auch schon zum Inventar und ist dabei. Jetzt wollen wir heute auch mal testen, ob ich deine Seite zeigen kann und ob das jetzt klappt. Ich habe da wieder ein paar Sachen wieder bereinigt. Der Udo ist auch hier mit dabei mit Kaffee. Ich habe übrigens Hörnchen bekommen, ich habe meinen Kaffee. Bei mir läuft alles tutti. Und jetzt oldschool, so eine Cola-Flasche, ne, diese kleinen, zum Trinken, wunderbar. Also perfekt. Hier bei mir passt alles. Und ihr seid dabei. Und ohne dem geht's nicht. Lars, auch hier.
Wunderbar, wunderbar, Lars, grüß dich. Moin. Mitglied, da müssen wir auch noch mal sehen. Dirk Busche, auch hier wieder, morgens mit dabei. Olaf, na also, klappt doch. Dann habe ich hier noch den Henry. Und der ballert uns wieder mit Kaffee zu, also jetzt kann nichts mehr schief gehen. Max M, auch hier, morgens noch hier mit dabei im Frühschoppen. Und dann haben wir hier Dick wie nix auch mit dabei. Und er kann auch so schön singen. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Sebastian D. Auch wieder wunderbar hier mit am Start. Ja, und Gremlin, wie gesagt, bin die Liste durchgegangen. Wir hatten einen Platz frei. Und so lange dabei, dann Aktionär. Und das passte. Also nochmal gratuliere hier im Offiziersstand. Svelor, moin. Ja, cool. Cool, wer hier alles wieder so mit dabei ist. Preslo habe ich noch nicht gesehen. Fanny auch nicht. Aber es geht hier noch weiter runter. Sirvini. Oh, oh, oh. Stationäre Reha. Aber er ist dabei, er hält zu uns. Das ist, Stabart hat mir 3-wöchige stationäre Reha. Naja. Ich wünsche dir alles Gute, Mann. Das wird schon. Besser wird sowieso nicht mehr mit uns. Wir können es alles immer nur aufhalten. Jaggerson, moin. Ach, geil hier, echt. Wer hier alles wieder mit dabei ist, der Peter. Boys und Boysinnen, ja, genau. Wir nehmen das hier ganz genau. Blue Tree Entertainment, moin. Marco Bruns. Und der Chris ist auch mit dabei. Guten Morgen. So, dann hier Chichaldalulubot, ne, moin. Das ist auch ein Name. Meine Güte. So, es geht hier noch weiter runter. Oh, S-E-S-T. Moin. Michael R. Mann, der ist ja auch schon hier ewig bei uns mit dabei. So, Dirk Busche noch. Habe ich dich übersehen gehabt? Nee, du bist jetzt erst reingekommen. Okay, Leute, dann will ich mal sehen, was ihr euch entschlossen habt. Ich habe gefragt, ein Extra-Auftrag, ja oder nein? Und so habt ihr entschieden. Das bedeutet, wir gehen wieder rein. Und schauen uns an. Dann haben wir nur diese beiden Möglichkeiten. Wir können alles hier mit Minen vollpflastern, den Ärmelkanal oder diesen Angriff auf den Pott. So, da werde ich euch wieder fragen. Oh, das haben die echt cool gemacht bei YouTube. Also so funktioniert das natürlich hervorragend. So. Und die Frage an die Community, an die Mannschaft. Und Onkel Tom bitte auch einmal antworten. Ja, moin, grüß dich. Und wen haben wir denn da noch? Michael W. war eben schon mit drinne. Aber da scroll ich und... Ah, nee, das ist nochmal Blue Tree Entertainment, die... Ja, da Scheiße gesagt, dann wird das ja gleich hier... wird das ja gleich wieder unterwandert. Naja, ich will ehrlich sein. Es gibt hier keine echte Demokratie.
entscheiden tue ich dann immer noch ich, wenn es mir nicht passt. Aber hier hoffe ich, dass ihr die richtige Wahl trefft. Der Trick ist ja immer, man antwortet lieber mit Ja. Und wenn man dann was reinhaut und man möchte gern, dass das kommt, dann kann man das schon damit beeinflussen, dass man dann dafür sorgt, dass das, was man gerne hätte, mit Ja beantwortet wird. So kann man dann schon tricksen. Und ich kann aber schon mal so viel verraten, das ist hier eine verdammt knappe Geschichte gerade. Ja, wir reden hier von 2% Unterschied. Das muss ich jetzt noch ein bisschen laufen lassen. Ich bitte euch um eure Stimmen. Deutschland 4 Punkte. Die Schweiz 8 Punkte. Vielen Dank übrigens, ja, also dass ich auch so viele Zuschauer habe aus der Schweiz, aus Österreich. Also das ist richtig auch hammercool. Habe ich mich sehr drüber gefreut, als ich wieder die Statistiken durchgegangen bin. Auch die 5, 6 Leute, die in Amerika sind, vielen, vielen Dank. Italien, Spanien sind auch ein paar dabei. Ja, wahrscheinlich ist es sowieso egal, in welcher Sprache ich das mache. Versteht sowieso keiner, so oder so. Ja, also Hammer, Hammer. Die größten Zuschauer habe ich übrigens in Berlin. In Berlin sind da wirklich, da habe ich extrem viele Zuschauer. Hamburg auch, Bremen auch. Das ist schon hier alles sehr regional, die Geschichte. So, habt ihr euch entschieden? Okay, dann würde ich sagen, mit 6% Mehrheit ist die Entscheidung gefallen. Ja, Ralf, auch noch mal rein. Achim Oller auch noch mal in die Tasten und natürlich auch Bendix 23. Entschieden habt ihr folgendermaßen. Minen 55% ja und 44% nein. Also wissen wir, wo heute der Frosch die Locken hat. Dann wollen wir mal loslegen. Also wir holen uns den Auftrag, neue Befehle. Ja, ich habe vorgegeben bekommen, Minen. Ich habe einen großen Fehler gemacht, da ich jetzt natürlich hätte wissen müssen, dass der Minenauftrag noch da ist. Nimmt man natürlich jetzt nicht die Torpedos alle rein. Und der Wiederverkaufswert ist ja nicht so hoch. Es könnte sein, dass wir jetzt da ein bisschen Kohle verlieren. Vielleicht ist der auch so gütig und gibt uns das jetzt in dem Falle für denselben Preis zurück. Wir werden es sehen. Torpedos kosten 2,25 und kann ich verkaufen für 2,25. Ja, das ist ja fair. Normalerweise geht das nämlich nicht. Aber es sieht so aus, als wenn ich die jetzt kriege. Mine 1, Mine 2, 3, 4. Kriegen wir noch mehr mit 5, ne? Beladungslimit. Wir würden hier immer noch 2,25 kriegen. Ich schmeiß jetzt mal den raus, weil ich glaube nicht, dass wir... Wow, doch. Wow. Ja, okay. Dann müssen wir viel Überwasser machen. Also, ich habe Gegenstände. Ja, okay. Ein bisschen spartanisch. Dann haben wir Kraftstoff. Munition, beziehungsweise hier unser Lager mit Lebensmittel vollgepeikert. Da passt alles. Okay. Dann würde ich sagen, den Auftrag haben wir und wir sind bereit. Beim nächsten Mal können wir die Punkte hoffentlich einsetzen, um noch hier mehr Leute als Offiziere zu bekommen.
Aber wir müssen ja auch, wie gesagt, forschen und die Punkte sind knapp. Aber wir werden es sehen. Okay, Morpheus, du hast ja immer noch deinen Helm auf. Aber gut, Sicherheit geht vor, ne? Das ist schon in Ordnung. Ich würde hier gerne nochmal speichern und dann einfach mal zur Abwechslung den Chat lesen und gucken, ob ich hier noch irgendwelche geistigen Ergüsse von dir bekomme, dass ich doch noch was vergessen habe oder so. Ich hasse Minen. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Vor allem die Gegnerminen. Aber okay, Butter bei Fische, vollkommen richtig, können wir ruhig mal eben ansprechen. Also Minen sind natürlich das Letzte in jeder Hinsicht. Ja, also das ist eigentlich so die letzte Wahl. Und ich möchte gar nicht wissen, was da alles dann auch noch verrottet ist. Aber wir simulieren ja nur, keine Angst. So, Leo Sparta ist aber noch dazu gekommen. Kai Schippi, dich habe ich doch eben auch noch nicht gesehen. Ja, also im Ärmelkanal wird es nicht langweilig, aber da will ich auch gar nicht durch. Das ist so ein Horror. Da sind ja kaum irgendwelche Schiffe, die wir angreifen können, weil ich ja jetzt das nicht groß gemoddet habe. Und also alles voller Zerstörer und nervt. Ja, du bist auch schon sehr, sehr lange dabei, mein Lieber. Und du bist einer von den zwei, die jetzt auch wieder nachrücken, wo ich jetzt wieder Platz bekomme. Alligator hat mir ein bisschen geholfen. Ich muss mal eben was runterdrehen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut, oder? Also nicht, dass meine Stimme je zu laut sein könnte, aber schlägt doch hier ganz schön aus. Ich glaube, so ist das angenehmer. Okay, so, dann würde ich sagen, sind wir soweit parat. Ja, das ist ja richtig kompliziert. Ich muss ja gucken nach den Rängen, dann aber auch nach der Zeit, wie lange man dabei ist. Und da muss ich dann doch mich immer noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber jetzt können wir auslaufen. Ist das so? Jetzt mal hier, ne, Klartext. Ist alles in Ordnung? Klitorius, Fickermann. Na, einen wunderschönen guten Morgen. Karl Kock. Na, willkommen an Bord. Dich habe ich im Chat noch nicht so oft gesehen. Schön, dass du dabei bist. So, okay, dann aber, ihr schreibt nichts, ne? Dann Kompressor, dann wird wohl alles laufen. Ich starte jetzt los. Eine halbe Fahrt voraus, wir knüppeln hier gleich los. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, mal sehen, ob er alleine rausfindet. Skillpunkte sind nicht mehr zu vergeben. Sieht alles tutti aus. Frachter 97. Haben wir hier jetzt auch einen Frachter? Müsste auf der anderen Seite sein. Die kann er ja gar nicht sehen. Naja, anscheinend doch. Ja, wir haben noch Winter, März, noch ein bisschen kalt. Der Gremlin hat ja auch gleich zugeschlagen. Der kann jetzt bis zu 3 Mann kommandieren. Ja, und dann überlegen wir mal, wie wir das machen. Erstmal die Karte wieder säubern. So. Okay. Ich bin jetzt mal eben ganz ehrlich, das habe ich jetzt so nicht gewusst, ne? Das finde ich halt schon mal voll übel. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir hier Minen legen. Jetzt verstehe ich auch im Ärmelkanal, das wird lustig. Jetzt schließt sich der Kreis. Verdammt, ich habe da gar nicht richtig hingeguckt.
Wir müssen im Ärmelkanal die wirklich direkt versenken. Das ist ja voll von nicht gut. Oh Gott, 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 Gott. Also jetzt bin ich ein bisschen... Karl Koch sagt klar zum Auslaufen. So, ich habe wenigstens einmal grünes Licht hier bekommen. Verbandszeug. Verbandszeug, das wird völlig überbewertet. Ja, wer hier verloren geht, ne, da also... Die Besten sind dann hier schon für Deutschland gestorben. Da kommt es darauf dann nicht mehr an. Nein, wir haben hier natürlich... Kapitän? Ja, habe ich natürlich alle Funker damit ausgerüstet. Sodass wir da schon 6 mit dabei haben. Und dann ist, glaube ich, einer auch noch gelernter Sanitäter. Kapitän? Ja. Ne, der Raven... Der ist auch noch Sanitäter. Ja, sehr cool. So, Kai Schippi, ich hoffe, du bist auch richtig gut gekleidet. Ja, ich habe meine U-Boot-Montur an. Keine Angst, der simuliert nur. Mit Geier natürlich. Werkzeug. Werkzeug für Alex W. Speedy. Werkzeug, der geht ohne Werkzeug, geht der gar nicht aufs Boot. Na, also auch ausgerüstet. Aber alles hier am Mann, damit wir hier ein bisschen Luft haben. Wir haben sogar Ventilation, haben wir ein paar Dinger drin. Und das ist für die Schiffbrüchigen. Ne? Brot ist gratis, Dosenbrot. Das geben wir dann weiter. Ja, ich wollte gerade überlegen, wie wir reisen. Jetzt habe ich ja gar keine Wahl. Es macht gar keinen Sinn, oder? Ach doch. Man könnte von hier oben rein, denn hier ist natürlich das Nadelöhr. Und hier haben wir auch teilweise nur 20 Meter. Also man könnte natürlich hier gerade durch. Wir könnten aber auch so da rein. Ich weiß nicht, müssen wir leise sein? Nein. Und dann könnten wir hier auch noch Schiffe erledigen, weil hier ist ja ein bisschen was los. Oder gehen wir direkt rein? Kurze Strecke oder lange Strecke? Wie würdet ihr entscheiden? Kurze Strecke oder lange Strecke? Ich bitte euch, da noch mal einmal was zu sagen. Und dann fahren wir los. So, wollen wir die kurze oder die lange Strecke? Oh, hier habt ihr auch eine klare Meinung. Eine klare Meinung kommt hier. Ja. So.
kein Schippi, ich bin 1,90 groß. Also klein. Okay. Wollt ihr die kurze oder die lange Strecke? Bei der langen Strecke sagt ihr ganz klar, nö, wollen wir nicht. Ihr wollt die kurze Strecke. Okay. Okay. So, dann schauen wir mal, wo wir hier mittlerweile sind. Hier fährt er ja noch von alleine sauber raus. So, dann einmal bitte. Herr Kaloy. Bestätigt. 6 Tanten und 5 Onkel wollen wir jetzt. No risk, no fun. Ja, natürlich. Wir sind nicht die Bismarck. Die Bismarck konnte nachher auch tauchen. Da ist ja unser Preslow. Das Mutter den längsten Kochlöffel. Ja, alles klar. Sehr schön. So, mittlerweile haben wir auch Koordinaten, wo wir uns denn in der Nordsee befinden. Und zwar sieht das so aus. Kurs haben wir zurzeit 33 Grad, die stelle ich mal jetzt auch ein, dass er die behält. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dann können wir hier erstmal diesen Kurs eingeben. 33. Ah ja, er fährt so raus. Das wären dann 26 Kilometer in diese Richtung. Und das ziehen wir mal eben durch. So, wir haben die 26 gleich bekommen. Ja, die Flügel ausklappen und fliegen. Das geht natürlich auch. So, dann können wir hier nochmal neue Daten eingeben. Das Wetter ist super. Und damit wir das hier nicht gleich vollmalen, wow, 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 hallo, 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 will ich den hier gleich nochmal wieder löschen, den Füllefanz hier. Und nochmal mir neue Daten holen. Machen wir das jetzt ein bisschen genauer, dann ist es nachher, geht es dann schneller. Herr Kaloy. Und sparen dann doch Zeit. So, wir sind immer noch auf 33. Und das ändern wir jetzt um auf 294. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Oder Meter auf 0. Fahren wir hier hoch. Das wären 132 Kilometer. Oh yeah. Hab ich mich hier erschrocken. Ich glaube, wir haben wieder einen Abonnenten dazu bekommen, der diesen windigen Kanal hier unterstützt. Hervorragend, hervorragend. Hundertdreißig Kilometer. Jetzt müssten wir hier am Start sein. Ich mache hier mal eine Kurzmessung. Jupp, hier stecken wir. Das passt schon. Und dann geht das von hier jetzt weg. Hier erstmal ganz klar runter. 233
53, also 253. Kurs setzen. Geschwindigkeit passt. Karten passen. Das sieht ja alles sehr, sehr gut aus. Kurs liegt gleich an. Und dann 455 Kilometer. Also wenn das einzige Problem wäre bei Preslo seiner Hühnersuppe, dann wäre das gar kein Problem. Inhaltlich ist das ja oft auch fragwürdig. 253, habe ich den jetzt auch wirklich drinne? Ja. Er kommt da rein. Gut. Dann müssen wir jetzt ein bisschen was runterrudern. Ich speichere aber hier nochmal ab. So. 450 Flocken. Und jetzt sind wir schon da, fast. Ja, mit sowas können wir uns jetzt nicht aufhalten. Kilometer 466. Das müsste ja optimal passen. Oh, es schneit. Nein. Nein. Okay, geschätzte Position. Ist natürlich ungünstig, jetzt hier zu schätzen, aber müssen wir mal eben so durchziehen und dann müssen wir hier in die Mitte rein. Wäre Kurs 2, 9, 1. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Entfernung. 290, sprich 300 Kilometer. Gut. So müde. So müde. Zeit für eine Pause. Okay, wir haben schwere See. Und die Mannschaft wird langsam seekrank. Das wäre nicht gut, dann wird denen übel, das ist alles blöd. Da holen wir mal eben die Flagge rein. Alles klar zum Tauchen. Einmal bitte Gremlin die Tiefe checken. Damit die Kollegen sich ein bisschen ausruhen können. 31 Meter, das ist nicht schön. Da gehen wir auf 20 Meter. Ach, Wüth hat die Flagge jetzt noch nicht eingeholt. Ja gut, dann kriegt die jetzt noch mal eine Wäsche. Obwohl man die wohl nicht sauber bekommt. Ja, also ich nicht. BDU soll funken, was er will. Wir haben jetzt einen Auftrag. Echt, aber ich wusste nicht dann, dass wir jetzt direkt in den Ärmelkanal müssen. Jeden Tag das Gleiche. Außer Ehemänner. Wechseln auf E-Motor. Drei Mann ist hilfreich an der Kanone, Kai, da hast du recht. Die können schneller nachladen und auch angeblich ist das dann stabiler. Da der aber ja sowieso gar nichts trifft, ja, überhaupt nichts, sage ich, dann trifft er ja vielleicht einmal von 10 und das würde mir immer noch nicht reichen. Also die Automatik gefällt mir überhaupt noch nicht. Vielleicht ist es aber auch realistisch, dass wenn wir zum Beispiel einen starken Wellengang haben,
dass das eigentlich dann auch gar nicht geht zu treffen. Manuell geht es halt, aber die KI macht das dann eben realistisch. Ne? So, okay, ich habe gesagt, erholen bedeutet, wir wollen gleich auch ein bisschen was sehen, rotes Licht. So, wir haben es jetzt 18 Uhr. Gebe ich den Kollegen eine Stunde, sich zu erholen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Hoppla. Die sind bei 163. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich bin. Wir sind noch nicht viel weiter. Das ist hier die Position. Ich kann nicht glauben, dass ich da jetzt bin. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Wow. Aha, alles klar. Bin vom Kurs abgekommen. Aber gut so. Wir sind umzingelt. Ich habe die Kursänderung vergessen auch hier einzugeben. Kleiner Fehler, aber hat auch keiner gemerkt. Smokey, hat hier keiner gemerkt. Wenn du nicht da bist, passt auch keiner auf. Oh Mann, okay. Aber wir haben hier Kontakte. Und dann würde ich sagen, der nächste Kontakt. Aber wir müssen mal eben sehen, wo die sich hinbewegen. So, gucken wir mal eben, wo die langlaufen. Gut. Der fährt hier hoch, grob geschätzt. Der auch. Der fährt er runter. Dann ändern wir jetzt den Kurs und wir ändern ihn wirklich auf 222. Verdammt! Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Tanks anblasen. Auf Seerohrtiefe. Wechseln auf Dieselmotor. Wow, ja, übelstes Wetter.
dann müssen wir zusehen, dass wir hier tatsächlich unter Wasser unter Umständen uns da nähern, weil wir fahren da ja so glatt dran vorbei. Odometer mal eben auf Null. Wir haben hoffentlich diesen Kurs und müssen erstmal so machen. Erstmal so 25 Kilometer, die müssen wir jetzt erstmal rocken und dann horchen wir noch mal rein. Druckluft, natürlich, Lenzpumpe, Dieselkompressor, rotes Licht lassen wir an in der Nacht. Wir haben es 18 Uhr, das bleibt die ganze Zeit jetzt dunkel. Und fahren so erstmal ab. Okay. Sichtkontakt. Ich glaub's ja wohl nicht. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wo der hier ist. Aber es ist auch jetzt verdammt hell geworden. Ach, und da ist er. Oh, wow, wow, da sind wir aber jetzt sehr nah rangekommen. Ist das ein Engländer? Nein. Natürlich nicht. Aber wir haben ja noch zwei andere in der Nähe. Wir halten uns da nicht groß auf. Wow, die Wellen jetzt hier, ne? Die Gischt. Das war jetzt eben schon geil hier mit dem Turm. Heieieiei. Elektrokompressor ist besser. Ja, ich glaube, der braucht nur länger, ne? So, ja. Bringt uns nichts. Klar könnte der jetzt unter falscher Flagge fahren. Wir könnten den zumindest mal eben kurz einmal stoppen. Wo sind die anderen? Alle hier relativ in der Nähe, die fahren hoch. Die wollen bestimmt hier hin. Gebe ich Speedy noch ein bisschen, Alex noch ein bisschen Hilfe mit dabei. Ja, lass uns zumindest einmal einen ganz kurzen Check machen. Legen Sie den Kurs an. Stopp! Verdammt! Jetzt habe ich es übertrieben. Oh, nein. Okay, ich kann das Spiel jetzt nur weiter laufen lassen. Es geht nicht anders.
So, wir verlassen mal eben schnell das U-Boot. Wir müssen ja hier, wir haben ja hier einen Auftrag. Ich würde sonst bleiben, aber ich muss auf jeden Fall mit drauf. Und ich nehme dann noch den Wüt mit. Und den Gremlin. So, ihr kriegt das schon hin. Ja, ich bin da frohen Mutes. Die ganzen Matrosen braucht ihr mit Sicherheit auch nicht. Wer braucht schon Werkzeug, Maschinisten? What do you need, officer? So, Höflichkeiten austauschen. Ich bin ja Händler. Alles klar. Die dürfen wir versenken. Sie wollen Lebensmittel zum alliierten Hafen bringen. Und das müssen wir unterbinden. So, wir befehlen zu evakuieren. Guck mal eben, was das Boot macht. Alex, mein Bester. Also bei dem Licht kann ich auch nicht sehen, ob da was kaputt ist. Aber hervorragend. Alles nicht so wild geworden. Die müssen jetzt das Boot, also das Schiff verlassen. Wir könnten jetzt noch die Lebensmittel, die er da wahrscheinlich ja hat, mit an Bord nehmen. Aber haben wir doch eigentlich genug. Das dauert ewig, diesen Frachtraum zu durchsuchen. Wir können jetzt, glaube ich, nicht einfach die Fracht hier hin und her schieben. Erst dann, wenn wir das eben alles untersucht haben. Schneller, schneller! Ja, Chris, pass auf dich auf. Hans Hinz, da bist du ja. Moin. Schäden repariert. So, Schäden sind alle repariert, die die Mannschaft hier verursacht hat. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich bin euch ja nicht böse. Kann jedem passieren. Ja, aber so einen Manövrierfehler möchte ich bitte, wenn es geht, nicht nochmal sehen. Ne, ein bisschen zusammenreißen. So, Speedy, wie sieht's denn aus? Kriegst du so Torpedos klar? Ich würde gern einen flott kriegen. Und zwar würde ich gerne, dass du mir den hier klar machst. Der wäre richtig gewesen. Verdammt. Falsch. Den bitte. Da kommt er. Wunderbar, den machen wir fertig. Maschinenstopp. Drehen wir noch ein bisschen nach Steuerbord.
diese Koordinaten setzen. Maschinenstopp. Speedy hat sein Torpedo bereit. Wir treiben ab hier. Das ist immer echt cool. Rohr 5 bewässert. Los! Na? Feindliches Schiff wurde getroffen. Feuer an Deck. Jawohl. Schwere Schäden am Rumpf. Ich glaube, da brauchen wir nichts mehr machen. Wow, wow, wow. Wenn das mal nicht noch mehr war und nicht nur Lebensmittel. So, den haben wir im Sack und da holen wir uns gleich noch den zweiten. Immer vorbei, das war Tradition. Kai Schippi. Was soll ich davon halten? Ja, man kann natürlich auch skillen, ne, dass man da Minen legt. Aber mal eben so ein Torpedo. Und hätte das jetzt nicht gereicht, dann hätten wir den Rest mit der Gun gemacht. Aber so läuft es doch. Jo, den haben wir jetzt im Sack. So, wir hatten hier oben noch Kontakte. Die wollen nach oben weg. Ich würde auf jeden Fall sagen, da heizen wir jetzt noch mal eben hinterher, ob wir dann noch mal einen Kontakt bekommen. Das bedeutet, wir wissen ja immer noch nicht, wo wir sind und das kriegen wir auch hier nicht raus, ne? Doch. Sehr schön. So, wir geben einfach mal Gas. Hier so in diese Gegend. Das wären 87 Kilometer, nehmen wir 80, 85 Kilometer. Das heißt, den Kurs ändern wir auf 218.
218. Geschwindigkeit passt. Na, ja doch, wir müssen ein bisschen schneller. Und dann müsste das wohl laufen. So, ich bin mal eben für kleine Jungs und passt schön auf mein Boot auf. Wow, das Boot steht ja noch. Sauber, sauber. Okay, okay. So, dann würde ich sagen, abspeichern. Und dann mal flott dahin. So sieht es aus. Ja, natürlich. Also. Ich muss noch mal kontrollieren. Kurs stimmt. Ja. Kilometer hatten wir gesagt. 85.
Und da war genullt. Wir sind immer noch auf der Position. Aber jetzt. Ja. Sichtkontakt, das läuft ja. Wow, das läuft nicht, zu dicht dran. Oh, ein Riesenkonvoi. Verdammt. Und so spät. Hier ist das Land schon, wow. Verdammt, verdammt. Na gut. Insel-Running, das kennen wir ja. Hier sind wir. Sag mal, bin ich nicht in eine ganz andere Richtung gefahren? Werde ich hier verarscht? Achte ich hier auf irgendwas nicht? Kurs 218, ja genau, der ist natürlich dann genau die verkehrte Richtung. Ich habe den von da, ah nein, das sind ja höchstens hier 30, 40 Grad. Aber gut, mein Gefühl einfach, mein Bauchgefühl hat mir auch gesagt, ich bin ehrlich, hier sind die fetten Konvois ganz dicht am Land. Und da habe ich ja wieder richtig gelegen. Ne? Hat der Kaloin ja wieder die Nase gehabt hier, die richtige. So, das würde bedeuten, wir müssen jetzt ganz schnell erstmal runter. Auf Seerohrtiefe gehen. Die Flagge, die hätte ich jetzt auch nochmal einholen müssen. Aber gut. So, und jetzt haben wir noch die Chance zu schauen, wie sieht es aus mit... Ah, ich bin schon am Angriffsperiskop. Was haben wir denn hier für Gegner? Okay, da sind die. Torpedoboot. Ein U-Boot-Jäger. Ups. Noch einer. Ja, also Bodyguards haben die genug dabei. Und wir haben wie viele Torpedos? Einen, ne? Ach, hinten geht nur einer. Boah, das geht natürlich auch. Da bringen die drei Mann auch noch mal was. Nicht nur an der Kanone. Gut, wir können zwei Torpedos abfeuern, mehr oder weniger. Feindlicher Zerstörer auf 11 Uhr. Wieso komme ich denn trotzdem jetzt an die dran? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe doch Minen geladen. Kapitän? Sehr merkwürdig. So, wo haben wir denn ein lohnendes Ziel?
Wir müssen mal ein bisschen weiter runter. Neun Meter. Dann ist der auch wieder weg. Unter denen fahren wir direkt durch. Ja, wir machen keinen Hampelmann-Kram. Der erste, der hier uns vor die Flinte kommt. Der ist dran. Herr Kaloy. Mal gucken, wie gut das mit der Mannschaft Jawohl. Klappt. Ihr seid jetzt geskillt. Rohr 5 geladen. Torpedo, Torpedo, ausrichten. So dicht am Land, das ist ja unglaublich, oder? Finde ich schon heftig, dass man wirklich auf dieser Karte hier, ja, wenn man jemanden sucht, hier dann den Gegner findet, das ist schon der Hammer. Ja, die Insel ist groß, die treffe ich auf jeden Fall. Danke, Speedy. Ah, okay, das heißt, die sind zum Nachladen, das ist natürlich perfekt. Dann haben wir jetzt wenigstens freie Fahrt. Engländer müssen das ja sein. Da hast du völlig recht. Das heißt, als erstes ist immer das primäre Ziel zu erledigen und dann kann man immer noch weitersehen, weil wenn jetzt irgendetwas passiert und das Boot beschädigt wird oder ähnliches, dann ist der wichtige Auftrag, für den er das Boot unterwegs war, dann hinfällig. Aber das ist wie mit der Enterprise, ne? Dann sagt der Scotty, gib volle Pulle und ne, wir sind ja so ein bisschen auch immer unser eigener Herr. Und da wir uns jetzt ja schon so ein ganz klein bisschen, ich sag mal, verfahren haben, wäre es noch gut, wenn wir jetzt hier ein paar Abschüsse tätigen. Die datieren wir dann zurück, erledigen unseren Auftrag und dann kriegen wir das schon hin. Das war keine Spende. Okay, sie haben uns. Warum auch immer. Ja, der hat uns auf dem Schirm. Das ist natürlich dumm. Tiefe 25 Meter. Perfekt. Ja.
Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Da haben die einen gehabt, der auf Zack ist. Sonarwellen, Herr Kaloy. Wir schießen jetzt hier auch Leuchtspur ab. Der weiß also, was er will. Wir können jetzt unseren Angriff nicht abbrechen. Gerade was er gesagt hat, ne? Erstmal den primären Auftrag. Aber nun, so ist es. Wir schmeißen Täuschkörper. Wüg. Herr Kaloy. Kapitän. Kremlin. Herr Kaloy. Morpheus, der kann hier mal eben weg. Zu Befehl. Ja, wir sind schon fast ganz unten. Hier ist der Boden schon. Das ist ganz, ganz flach. Schneller, schneller! Herr Kaloy? Wir machen weiter. Machen kurz eine Ruderänderung. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So ein Mist. Das hätte so schön laufen können. Aber die sind ganz schön auf Zack. Feindlicher Geleitzerstörer auf 1 Uhr. Ja, ja, ja. Wir versuchen hier den Tanker zu erwischen mit einem Fächer. Feindlicher Geleitzerstörer auf 1 Uhr. Okay, mittlerweile haben wir jetzt auch ein auf 9 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer. Wird eng. 1 Uhr. Nur falls das Programm abstürzt. Geleitzerstörer auf
1 Uhr. Was hat mich bloß verraten? Nein, fährt er mir da auch noch in die Sicht. Na, oh. Ja, das war knapp. Hat das übernommen? Nein. Ach, Hilfe. So, was ist mit dem hier? Der hält sich hier auf, okay. Da haben wir einen. Dreht seine Runden. Und der verändert komplett seinen Kurs hier. Das Beobachtungsperiskop entdeckt er anscheinend gar nicht. Ich habe hier nur Angriffsperiskop minus 4. Da kommt er wieder. Und der kommt jetzt immer günstiger. So, dann jetzt nochmal. Ach, ich habe den noch nicht identifiziert. Alles klar. Das war's. Rockers und wie tief? 9,50 Meter. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. So, und jetzt können wir noch mal eine Zielerfassung starten. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Oh, man hört an Land schon Krankenwagen und sowas kommen. Aber die Geschwindigkeit verändert sich so grob. Und der Kurs auch. Also haben wir einen Mittelwert. Legen Sie den Kurs an! Bestätigt. So, kurze Umsicht. Wo sind die Jungs abgeblieben? Der ist schön wacker weg. Kurs
auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Ja. Gut. Okay. Das geht nicht in die Hose, Jens. Das geht höchstens ins Boot. Die fahren zickzack und verändern ihre Geschwindigkeit. Wüt, moin, da bist du endlich hier. Kann ja wohl nicht angehen. So, wir probieren's. Rohr 1, bewässern. Rohr 2, bewässern. Rohr 3, bewässern. Rohr 1, bewässert. Rohr 2, fertig. Rohr 3, bewässert. So, wir wissen jetzt, dass der Zickzack fährt, also der Kurs bleibt nicht. Und wir wissen, die Geschwindigkeit ändert sich. Wir haben jetzt ein Mittelmaß von 8 Knoten. Und wir benutzen jetzt den Torpedo-Rechner Vanilla. Ich schalte die Streuung jetzt ein auf, kleinen Moment, auf 50 Meter. Ich hoffe, das reicht. Geschwindigkeit auf 40 Knoten. Ja, siehste, Fresslo, ich hab's gewusst. Aber jetzt lenk mich nicht ab hier beim Feuern mit deinen Rattensuppen. Ich muss jetzt hier loslegen. So, wir haben ihn mittendrin. Schöner Fächer, Aufschlagzünder, 1,5 Meter Tiefe. Das könnte was werden. Los! So, auch mit seinem Zickzack-Kurs. So, wir ändern jetzt unseren Kurs. Natürlich auch. Und zwar gehen wir auf hier wieder raus. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. So, da haben wir eine Chance, dass er trifft. Und dann kotzen die, ein Tanker, so direkt an der Küste. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 40 Sekunden bis zum Einschlag, das ist gut. Besser als 50 Sekunden, ne? Zerstörer sind alle noch weg. Ich glaube, die haben fast das wieder aufgegeben. Der Pott, der fährt jetzt schon wieder richtig ruhig. 20 Sekunden. Ich lasse den noch mal drinne. Wir drehen ja jetzt sowieso um. 10 Sekunden bis Einschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Okay.
Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Einer ist weg. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Zweiter ist weg. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Ah, dritter ist weg. Mein Besucherfisch verabschiedet sich gerade. Jetzt muss ich mal eben kurz einmal hier weg. Wir geben noch nicht auf. Ich lasse das mal jetzt eben so laufen. Also, haltet die Stellung, bin sofort wieder da. Ja. Die machen sich hier schon wieder über mich lustig. Ja, da brauche ich auch keinen Fächer, wenn ich vorbeischieße und so ein Mist. Ja, sowas muss ich mir anhören auf den billigen Plätzen. Pass mal auf, Kinders. Jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie man das vorsichtig macht. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das brutal macht. Mit aller Macht. Ja, nicht, dass ich da jetzt, aber überhaupt, und ne, man sollte ja auch mal drüber gesprochen haben. Also jetzt geht's ab hier. Ich habe hier die Faxen dicke. So, jetzt wird hier nicht einfach rumgekaspert. Den machen wir jetzt platt. Und dazu müssen wir richtig schön ran. Ups. War der so dicht bei uns? So, das bedeutet langsame Fahrt voraus. Wir kicken noch einen von den Pillen raus hier von Morpheus. Jetzt habe ich hier aber die Faxen dicke. Ja, wir müssen näher ran. Es ist einfach so, dass das so nicht hinhaut. Weil wenn die halt die Geschwindigkeit verändern, den Kurs verändern, dann sind 1800 Meter sind einfach zu viel. Aber jetzt machen wir es richtig. Ja. Brechstange ist geil, oh, ganz genau. Jetzt habe ich hier die Faxen dicke. Ja, das geht auch anders. Volle Lotte. Hat ja keinen Sinn hier. Der kriegt jetzt so ein verpustet.
Achso, den müssen wir noch eingeben. Und jetzt dürfen die uns nur nicht mitkriegen. So, jetzt will ich mal eins probieren. Was passiert denn? Herr Kaloy? Den habe ich ja drinne. Da sollen sich ja alle drum kümmern. Aber Dufti packt jetzt sein Periskop rein. So, und wie sieht das jetzt aus? Weniger Sichtbarkeit. Aber wir sehen natürlich wirklich weniger. Zum Glück ist hinter uns ja nichts hier. Der dreht seine Kreise. Wir halten direkt aufs Land zu. Angriffsperiskop hat er sofort wieder erkannt. Und jetzt? Null. Also ist man ganz knapp drüber hat. Jetzt hat er 2, 4. Jetzt geht's wieder weg. Aber dann, das ist schon sehr knapp so, ne? So kann man wirklich da nicht sehen. Also das Ding muss doch raus. Wenn wir fast drauf zufahren, also nicht zu schräg, nicht zu flachen Winkel haben, dann kann man auch bei Fahrt messen. Und das ist normalerweise dann unerheblich die Differenz. Dumm, dumm Geschoss. Nein, jetzt müssen wir hier richtig einmal Gas geben. Wir können uns hier nur nicht auf die Geschwindigkeit verlassen. So, die Messung hier, die ist ja wohl Murks, oder? Wisst ihr was? Ich muss hier den TDC benutzen. Sonst hat es keinen Sinn. Hört ihr das? Da triffst du ja auch nicht. Wow, wow hier, ernsthaft. So, ich nehme diesmal keine Deckung mit raus.
Einmal noch umgucken und dann Geschwindigkeitsmessung. Jetzt gibt er wieder Gas, das merkt man schon. Doch nicht. Das würde ich jetzt immer noch als 6 Knoten einschätzen. Sieben. Gut. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 3 bewässern. Rohr 1 bewässert. Rohr 2 fertig. Rohr 3 bewässert. Wir werden gleich gerammt. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Nein! Feindliches Schiff wurde getroffen. Bah. Feuer an Deck. Fehlschuss. Schwere Schäden am Rumpf. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jau, Tanker. Der ist erledigt. Dich bei ihm bleiben. Schneller, schneller! Höhlenbruch, Sie sinken! Feindlicher Geleitzerstörer auf. Sehr wohl, Herr Kaloy. 3 Uhr. So, jetzt heißt es nur noch überleben. Rohr 4, bewässern!
fertig. Feindlicher Geleitzerstörer auf 5 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Torpedoversager. Torpedoversager. Feindlicher Geleitzerstörer auf 7 Uhr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jo! Feindliches Schiff. Und nochmal eingekriegt. Schwere Schäden am Rumpf. So, wir müssen auf 90 Grad ausweichen. Kurs setzen. Jawohl. So. 7 Uhr. Ah! Verdammt. Verdammt. Okay, hat keinen Sinn. Das habe ich nicht gesehen. Okay, einmal geschlafen. Schlafen wir für immer. Meter drunter. Scheiße, er schrappt und verliert die Geschwindigkeit dadurch. Sind wir wieder vom Boden los. So, wo ist der andere, den wir angeschlagen haben? Feindlicher Geleitzerstörer auf 11. Ah, da ist der nächste. Ja, es ist ein bisschen schwierig, den anderen jetzt noch zu bekommen, ohne jetzt ein unnötiges Risiko einzugehen. Wahrscheinlich säuft er nicht mehr ab. Aber die sind natürlich stinkesauer. Der war proppevoll. Oh nee. Ich glaube, der hat es auch hinter sich hier. 2 Uhr. Wasser flutet weiter rein. Der braucht nur so lange, weil er sich jetzt anlehnt.
weil er am Boden schon ankommt. Einmal speichern. Und dann denke ich mal, den kriegen wir unter Umständen auch noch. Dann war das doch mal nicht schlecht. So, German Force 83, moin. Grüß dich. Einmal geschlafen war gut, was er das denn heißen wird. Aber es ist doch cool, oder? Also einfach dranbleiben, mutig hier, es ist stockdunkel. Und oh, hier, da, hier, das ist ja geil. Und das wird dann schwierig für ihn. Feindlicher Geleitzerstörer auf 2 Uhr. Oh, oh, oh. Es ist natürlich noch nicht vorbei. Und ich schrapp schon wieder am Boden. Das können die natürlich hervorragend hören. Aber ich bin frohen Mutes, dass wir das hier, dass wir das schon überleben. Irgendwann haben die ja auch nichts mehr zu schmeißen, ne? Ja, versenkt. Zwei Pötte. Feindlicher Geleitzerstörer auf 5 Uhr. So, jetzt sehen wir selber auch nichts mehr, weil die oben nichts sehen. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier oben gucken, kann es sein, dass hier ein Kontakt ist, den wir jetzt nicht sehen. Dann würde ich sagen, jetzt mutig spule ich mal eben. Feindlicher Geleitzerstörer auf Rohr 2 geladen. 5 Uhr. Besser, wir sehen ein bisschen was. Kleine Fahrt. Guck dir den an hier. Das ist ja geil. Jetzt haben wir ein neues Wahrzeichen. Ja, und ich glaube, die haben von uns abgelassen. Wir schicken die Nachricht und dann bloß weg hier. Feindlicher Geleitzerstörer auf 11 Uhr. Rohr 1 geladen. Feindlicher so, da kommt noch mal einer wirklich hinterhergeschlichen. 11 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 10 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 10 Uhr. Boah. Feindlicher Geleitzerstörer auf 4 Uhr. Da, der hat mich. Feindlicher Geleitzerstörer auf 5 Uhr. Da hat mich wirklich noch einer auf dem Schirm. Auf 5 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer. Da sehen wir in Zeitlupe. 6 Uhr. Leuchtspurgeschosse. Ja, also der hat mich drauf. Also es ist immer ganz gefährlich, da einfach vorzuspulen. Dann ruckzuck haben sie ein. 7 Uhr. Herr Kaloy. Ein Sonar hat uns gehört. Kapitän. Feindlicher Geleitzerstörer auf. Wir dürfen auch nicht unsere ganzen Pillen verschenken hier. Feindlicher Geleitzerstörer auf. Herr Kaloy. Kapitän. 7 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf. 7 Uhr. Schneller, schneller! Der hält direkt auf uns zu. Hey, Mäuschen. Ja, 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 ja. Immer kürzere Pings, das bedeutet, dass er uns auch wirklich hat.
Geleitzerstörer auf 7 Uhr. Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Die haben also Sonar dabei. Jetzt hat er meinen Täuschkörper entdeckt. Und jetzt meint er, dass ich da hocke und bleib da drüber. Geleitzerstörer auf 7 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf Rohr 3 geladen. 7 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Wir hören den nur nicht. Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer. Oh, aber die können ja auch fast durchleuchten hier, ne? Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Hat er mich wieder? Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Wasserbomben! Wasserbomben! Schneller! Schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen! Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Ja, jetzt hart Steuerbord. Feindlicher Geleitzerstörer auf 6 Uhr. Wir können nach hinten raus nichts hören, weil der Täuschkörper selber auch uns dann den Sound wegnimmt. Feindlicher Geleitzerstörer auf Rohr 4 geladen. 3 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 1 Uhr. Feindlicher Geleitzerstörer auf 11 Uhr. Och, kommen wir hier noch weg, lebend? Eingehende Wettermeldung. So, der Kurs, der ist okay. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug.
Aufgegeben haben die noch nicht, aber ich hoffe, dass sie es echt hinter uns haben. Sieht gut aus. Jawohl. Na, also, das war doch nicht gefährlich. Locker vom Hocker. Erstmal ein bisschen Abstand hier kriegen und dann jetzt noch mal eben schnell die Minen legen. Na? So, dann auftauchen. Tanks anblasen. Wechseln auf Dieselmotor. Ei, ei, Herr Kaloy. So, dann machen wir mal eben Check, wo wir sind. Gut, das heißt, hier runter. Dann hierhin. Und dann hier durch. Kurs 118. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Mittlere Geschwindigkeit. Und das wären dann 80 Kilometer ungefähr. Und dann jubeln wir da mal hin. Ja, wir können uns jetzt nicht mehr aufhalten. Wir haben ein primäres Ziel. Glauben die denn? So, jetzt müssten wir vor Ort sein. Geschätzte Position. Ja. Ist ja geschätzt, kann auch genau richtig gewesen sein. Kurs ändern auf 183. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Und Kilometer 148, also 150. So, müssten wir hier vor Ort angekommen sein? Jawohl. Und jetzt einmal können wir einen echten Check machen. Ja, wunderbar. Damit es hier jetzt keine Fehler gibt. Boah, auf den Punkt. Das bedeutet Kurs 230. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 110 Kilometer. Aber hier geht schon nicht mehr einfach so. Denn ab hier kommt die Hölle. Konsequenz ist keine menschliche Stärke. Also Geduld, ne? Geduld ist auch nur eine Erfindung. Eine Erfindung von Leuten, die einfach viel zu emotionslos sind und leidenschaftslos. So, Kilometer waren angesagt, 110 hatte ich gesagt. Das fängt gerade erst an. 2, 3, 1,
Das ist auch wahr. Ja. Okay. So. Ich speichere ab. So, und hier ist es jetzt eigentlich so, dass wir so fahren müssen, dass wir da in der Nacht reinfahren. Dann hat man eine Chance, da über Wasser tatsächlich durchzukommen. Unter Wasser können wir kaum was mitkriegen. Wir kriegen überall Sounds mit, dass da irgendwo welche stecken. Und es ist sehr schwierig, dann da eigentlich, meiner Meinung nach, dann da durchzukommen. Wir können natürlich am Tage jetzt erstmal fahren. Aber das wird ein hartes Stück. Ja, genau, Flagge habe ich schon gesehen. Aber das Coole ist, wir haben jetzt richtig Flocken gemacht, jetzt schon dadurch. Und dann kriegen wir jetzt noch hier die ganzen Punkte. Also hat sich die Fahrt dann wieder auch richtig gelohnt. Allerdings hier Ärmelkanal, das wird ein hartes Stück. Ein hartes Stück. Und ich glaube, ihr ahnt das schon, ne? Ihr ahnt es schon. Das machen wir in der nächsten Folge. Hier speichere ich genau ab und dann werden wir versuchen, da durch den Ärmelkanal zu kommen. Minen legen im Ärmelkanal, dann haben wir mal wieder einen schönen Titel. Und ich denke, der Ausflug hat sich gelohnt. Und tatsächlich, Leute, es lohnt sich anscheinend hier, wenn man jetzt nicht Vanilla spielt, tatsächlich hier zu schauen. Hier sind extrem viele Konvois, die hier langfahren, ganz, ganz dicht dran. Da kann man sich dann hier tot suchen. Klar haben wir hier nur 20, 30 Meter und das wird nachher auch eng. Wir hätten den einen ja auch noch eben angreifen können, aber wow, das ist dann auch schon doch ein hohes Risiko. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Glück gehabt, das gehört immer mit dazu, dass wir da durchgekommen sind. Ja, ich hoffe, ne? Ich denke, jetzt haben wir hier nur noch Minen am Start. Ja, da war ich erst erschrocken. Ich dachte, wow, dann können wir die gar nicht nutzen. Aber so passt es auch. Wir müssen hier nicht ummuddeln. Wir haben die effektiv rausgehauen. Und den Fächer hat dem ja geschuldet, dass die Tempo und auch Kurs geändert haben. Aber einer in einem ist er dann doch noch reingefahren. Und den anderen, den haben wir ja dann gesetzt auf, weil er so dicht war, auf magnetische Zündung. Und dadurch konnte ich einfach, egal in welchem Winkel, auf ihn feuern. Hab grob auf 5 Meter gesetzt, dass er unterm Rumpf kommt, damit oben das Signal ankommt vom Torpedo. Aber er muss nicht unbedingt durchlaufen. Dann hätte er nur wirklich die stärkste Verwüstung dann angerichtet. Ich habe gerade überlegt, wollten wir den einen noch erledigen, aber den haben wir ja auch gerechnet gekriegt. Also ob der da jetzt rausragt oder nicht, ist ja auch egal. Ja, natürlich kommt was am Nachmittag. Ich habe mich wundgezockt. Jetzt habe ich gleich ein bisschen was zu tun. Aber dann werde ich euch zeigen, wie weit ich bin mit dem neuen Titel, den ich ja hier von euch zum Teil gesponsert bekommen habe. Und natürlich will ich dann auch davon was zeigen. Und es ist hochinteressant, glaube ich, was ich zeigen kann. Habe extrem viel rausgekriegt und kann euch vielleicht auch nochmal sagen, so Vergleich zu RimWorld, was denn hier besonders gut ist und vielleicht auch nicht so gut. Also der Titel hat es wirklich in sich. Und den werde ich, also heute muss ich das noch raushauen. Ich wollte schon gestern machen. Ich habe gestern auch schon das Video, das Foto fertig gemacht und so. Und dann hatte ich aber eben doch keine Zeit mehr. Und deswegen schiebe ich das nochmal hinten ran. Aber jetzt muss ich gleich erstmal los und dann
geht es heute späten Mittag, frühen Nachmittag geht das dann nochmal los. Späten Nachmittag habe ich dann nämlich schon wieder Besuch und das ist dann immer schlecht. So, ey, cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wieder alle mit am Start wart. Hier seht ihr nochmal die Mannschaft, die zurzeit aufgestellt ist. Ja, und da kommt jetzt auch nochmal wieder Servini rein und der Chris kommt noch rein. Mustermann gibt es nicht. Ja, und hier, da wird es dann eben schon eng. Aber das sind ja ganz frische Mitglieder. Aber sonst hier Sandra KP. Alle habe ich hier sonst doch, denke ich, von euch untergebracht. Und wie gesagt, die ganz frisch dabei sind, da geht es natürlich noch nicht. Ja, einmal kurz für den Überblick. So, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Passt schön auf euch auf, bleibt mir gewogen. Habt ihr jetzt gleich noch eben Fragen? Ich bin wie immer noch mal jetzt so ein bisschen im Chat. Lasst das hier ein bisschen ausklingen und bin gespannt, wie wir da im Kanal dann weiterkommen. Das wird, kann ganz locker laufen, kann aber auch richtig, richtig nervig werden. Aber ich freue mich dann auf die Punkte und auf das Aufrüsten. Den Turm will ich neu haben. Ja, müssen wir hier ein bisschen was am Boot machen. Na, das ist doch ein schickes Bild. Ja, Speedy, so schnell vergeht die Zeit. Aber heute Nachmittag zu 99% machen wir noch mal auf jeden Fall was. Naja, wir sind wieder über 2 Stunden. Und ich will ja nie mehr machen als 2-3 Stunden. Und heute war Besuch wegen Geburtstag etc. Da ist dann alles immer ein bisschen enger geraten. Der alte Mann und das Meer, jawohl, jawohl. Für heute ist nicht alle Tage, er kommt wieder, keine Frage. Ja, das war auch immer cool, ne? Ist das nicht der Ameisenbär gewesen? Die Dame? War heute aber auch sehr kurzweilig, weil ne, die ganze Zeit hier üble Action war. Sonst suchen wir immer eine Stunde rum. Ja, wir brauchen keine Torpedos mehr, Speedy. Jetzt werden nur noch Minen gelegt und dann geht das zurück. Und so kriegen wir dann wahrscheinlich nächstes Mal entweder gerade mal diesen Auftrag hin. Ich weiß, dass das hier auch ganz anders enden kann. Oder das Ding ist ruckzuck erledigt und dann haben wir noch eine zweite Fahrt. Luise, ja, ja, genau. Ja, Pink Panther? Nee, 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 ich meinte... Sie hat das immer gesagt. Ja, in so einem Livestream ist es ja immer so, ne? Man, das kann auch in die Hose gehen, wenn du wirklich ein Video machst, dann kann man sich das schneiden, kann langweilige Sachen einfach rausschneiden und wenn was schief geht, einfach nochmal machen. Aber live hat dann auch für mich noch immer noch so dieses Kribbeln.
dass man da halt dann auch ja, vernünftig arbeiten muss. Es muss irgendwie klappen, ansonsten lässt man dann die Hosen runter. Heute bin ich ganz zufrieden, das ist doch ganz gut gelaufen. Und ich will jetzt nicht hier auf Krampf nach über 2 Stunden jetzt mir nochmal richtig da den Ärmelkanal reintun. Das wird mir irgendwie zu grob. Da würde ich gerne nochmal ganz in Ruhe, weil vielleicht müssen wir ein bisschen warten, bis es dunkel wird. Man kann probieren, da schon mal reinzufahren, aber am Tage eigentlich nicht drinne, weil das geht nur unter Wasser dann. Und nervt. Ich bin gespannt. Wir können uns ja auch noch wehren. Hinten ist noch, glaube ich, ein Torpedo drinne. Ja, das heißt, wir können zur Not dann auch noch mal nach hinten feuern. Wer hat an der Uhr gedreht? Genau. Die blaue Elisa. Also die fand ich auch richtig geil. Wann fängst du mit dem vernünftig an, sagt Speedy. Das wird die Geschichte zeigen, Speedy. Das wird die Geschichte zeigen. Ich bin kein Historiker. Stefan, also wenn man ein Video macht, dann kannst du das so perfekt schneiden, dass du auch tatsächlich sogar zwischendurch komplett Sachen rausschneiden kannst und das dann übergangslos aussieht. Das ist ja auch Sinn der Sache. Dann ist ja auch schön angenehm. Also teilweise ein schönes Video zu sehen, wo nicht so viel Leerlaufphasen sind, das ist natürlich cool, aber bei einem Titel, den man dann auch schon gut kennt, ist das eben dann für mich nochmal eine Schippe Spannung mehr drauf. Ne? Und ja, die lustigen Sachen sind dann auch wirklich dann live so dann passiert. Da bin ich ein absoluter Fan von und ich schaue auch selber gerne so, muss ich zugeben. Das muss nicht live sein, nur ein Livestream. Ne? Also den kann ich mir nachträglich angucken, aber es ist dann hat dann doch noch ein bisschen immer so eine andere Atmosphäre. Guckst du? Ja, das stimmt schon. Aber, Rob Roy, ich glaube, die Stimme, war das nicht von ihr? Er hat doch eine ganz andere Stimme gehabt. Ich könnte schwören, dass sie das gesprochen hat. Aber wer weiß, oder vielleicht beide, ist schon lange her. Das war ja noch zu den guten Zeiten, da gab es Vicky, Biene Maya. Ne? Damit bin ich ja aufgewachsen, noch mit anständigen Zeichentrick. Jetzt schaue ich also die Zeichentrick nicht mehr, aber früher fand ich das gut, aber ich finde natürlich sehr gut auch die Realfassung, ja, mit dem, da gibt es ja verschiedene, ja, genau, die sind natürlich genial, da schmeiße ich mich weg, absolut. Ich hätte vielleicht mal einen Geheimtipp, wo wir hier unter uns sind, den habe ich mal vor 40 Jahren gesehen. Und der lief tatsächlich irgendwann jetzt vor einem halben Jahr oder so, oder einem Vierteljahr lief der im Fernsehen. Und ich denke, nein, der ist von Rosa von Pornheim. Und ja, der ist schon echt heftig. Am besten hat man da ein paar Promille Intus, wenn man den schaut. Aber also der Titel, ja, den kann man sich merken, Die Bettwurst. Ich dachte echt, sowas zeigen die nicht mal im Fernsehen. Also das ist der Hammer. Ich glaube, das kann man gratis, glaube ich, überall schauen. Also den gibt es bestimmt irgendwie auf YouTube, keine Ahnung. Aber der lief, wie gesagt, vor kurzem im Fernsehen und ich habe mich gleich wieder erinnert, weil das war ein einschneidendes Erlebnis. Also ein wirklicher, ja, so macht man Filme.
Ja, und Stan und Olli, also das sind für mich Magier. Und einer der Lieblingsszenen da fällt mir ein, wo sie im Wilden Westen sind. Und dann stehen die da am Saloon und dann fangen die auf einmal an zu tanzen. Die waren ihrer Zeit wirklich voraus, die beiden. Und das ist, sonst kann ich Slapstick und so Krams gar nicht gucken, ist gar nicht so mein Ding. Außer die Kultfilme bin ich auch kein Charlie Chaplin-Fan. Natürlich Diktator und so diese Dinger, ne? Die waren geil, aber ansonsten, aber Dick und Doof, da kann ich immer noch heutzutage immer noch mal reingucken. Ja, die Bad Boys, ein künstlerischer Höhepunkt. Dieselmann kennt ihn. Ja, der ist. Und natürlich auch Miep, 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 Miep. Ja. Oder die schnellste Maus aus Mexiko. Mann, was fällt einem da alles ein, ne? Wir alten Knacker hier. Die Klavierlieferung, ja, stimmt. Die ist auch knallhart. Da gibt's auch, das ist. Da gibt es auch ein paar Kultszenen. Bei der indischen Armee den Auftritt, das kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber ja, aber die waren ihrer Zeit auf jeden Fall auch voraus. Nicht? Das war nicht derselbe Humor und teilweise viel hintergründiger. Und normalerweise hat ja immer Dick Doof verprügelt. Und die hatten ja Kinder und das eine Kind war dann so traurig, dass dann immer der Papa verprügelt wird, ne? Dem Stan, nee, Stan ja nicht, sondern von dem Oliver, ne? Ja, genau, Stan ist ja der Dünne. Und dann haben die extra in einem Film das mal geändert und da läuft dann Stan hinterher dem Olli und verprügelt ihn. Damit die Kinder das einmal im Fernsehen sehen. Ich weiß gar nicht, ob das im Fernsehen dann lief oder im Kino, wahrscheinlich eher noch im Kino. Aber das sind schon coole. Ja, mein absoluter Favorit ist der tasmanische Teufel. Ich habe sogar mal eine Tasse gekriegt, weil ich angeblich da mit dem irgendwelche Ähnlichkeiten hätte, aber denke mal, ne? Da ist nichts dran. Nur drei Programme, eigentlich doch nur zweieinhalb. Nur wenn man die Schule geschwänzt hat, dann konnte man noch Schulfernsehen gucken, was aber dann doppelt dämlich gewesen wäre. Und dann ging das richtige Fernsehprogramm im dritten ja erst los. Was jetzt wieder gekommen ist, wo ich mich sehr drüber freue, ist mit Schirm, Scham und Melone. Allerdings sind das die ganz alten Teile und die sind nicht so knackig. Aber nachher werden die ja immer verrückter, ja, total abgefahren. Auch einer meiner Lieblingsserien, aber wie gesagt, nicht die alten Dinger, die sind alle so ein bisschen fahl. Aber nachher kommen die wirklich, ich schnack dir zu viel, ja, wir wollten jetzt auch aufhören. Ich habe eigentlich schon aufgehört. Ich habe aufgehört. Jetzt gibt's Happile, rausgehen, Bespaßung, machen wir alles. Du bist zu kurz gekommen, ne? Oh ja, mein Dicker. Tweedy und Silvester, ja, die auch ein herrliches Team. Die kleinen Strolche, ja, habe ich auch geguckt, aber nicht irgendwie für mich einschneidend. Das war ja immer mit diesem Hund. Das war die erste Strafe, Belustigung, Schulfernsehen. Ja, und es gab morgens irgendwie Sesamstraße, stimmt. Stimmt. Mit Graf Zahl. Aber da war mein Favorit. Hey du, ich hab was zu verkaufen. Ja, pssst. Genau. Ich sehe aber gar nichts. Ja, der ist unsichtbar. Unsichtbar? Genau. Unsichtbar. Psch. Das waren wirklich.
Herrlich, herrlich, herrlich. Und wenn ich dann die Teletubbies sehe, dann kriege ich Angst. Dann merke ich, ich bin hier auf einem anderen Planeten. So, Kinders, jetzt aber mal raus mit euch. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr mir so die Stange haltet und hier morgens immer so schön mit dabei seid. Und dann geht das nächste Woche durch den Ärmelkanal. Wenn ich es nicht schaffe, aber nee, das wird diese Woche nichts. Ich muss extrem viel arbeiten, teilweise auch Überstunden, wenn ich dann nach Hause komme. Ist die Luft so raus, da geht nichts. Aber dann wieder am Wochenende. Diesmal in der Woche wird das nichts. Aber heute Nachmittag will ich noch irgendwas starten und eigentlich nochmal den Titel vorstellen. Da habe ich erst ein Video gemacht. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere hat Zeit und schaut dann nochmal mit rein. Also, blub, blub, blub. Macht's gut.